Hi, ich bin Markus Bauer, 2017 deutscher Meister geworden im Mountainbike-Marathon. Seit 2 Jahren habe ich meine eigene E-Mountainbike-Marke Infront Bikes und ich will euch heute den 3. Tipp meiner Reihe Fahrtechnik-Tipps für E-Biken erzählen. Heute geht es darum, wie überfahre ich ein Hindernis im Wald oder auch auf dem Schotterweg. Kann immer mal wieder passieren, dass eine Wurzel oder vielleicht sogar auch ein abgesägter Baumstamm über dem Weg liegt und man möchte nicht unbedingt direkt absteigen, deswegen drüber fahren. Einiges des Federweges, der Gabel, kann auf jeden Fall genutzt werden, um drüber zu fahren. Aber wichtig ist es vor allem, dass ihr auch mit den Armen das Vorderrad anhebt, um dann drüber zu kommen über die Wurzel. Das Hinterrad kann ruhig gegen die Wurzel oder gegen den Baumstamm dagegen schlagen. Da passiert normalerweise nichts. Vorne müsst ihr einfach mit einer ordentlichen, aktiven Bewegung das Vorderrad ein Stück weit anziehen, damit ihr schön über den Baumstamm oder die Wurzel drüber rollen könnt. Einfach mal ausprobieren.